Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mehr Apps und Games und wir sind wieder bei Talking Tom Gold Run. Das ist unser Tom, Leute, und wir sind jetzt schon bei Angelas Strandpromenade. Ihr seht Angelas Strandhaus hier hinten. Das muss noch ausgebaut werden, wir sind noch nicht fertig. Uns fehlt natürlich Gold und heute, da machen wir erstmal mit dem Tom weiter, aber wir können auch wechseln zu Angela, wenn wir wollen. Wir bleiben aber bei Tom. Oh, wir brauchen noch drei. Ja, stimmt. Ja, okay, wir machen weiter. Und zwar heute bei der Strandpromenade. Was würde denn als nächstes kommen? Das interessiert mich gerade. Nein. Zurück. So, Hanks Autobahn würde als nächstes kommen. Aber wir sind noch bei Angelas Haus. Und es geht los und es wird natürlich wieder Gold geklaut. Hinterher. Und wieder diese coole Musik. Also, alleine diese Musik holt mich schon immer wieder zurück zu dieser App für Android und iOS von den Machern von Talking Tom, die Katze, die euch hier nahe spricht. Wir sehen gerade unseren Tom. Der plappert euch immer in einer piepsigen Stimme nach. Kennt ihr wahrscheinlich schon. Und wir sind hier an der Strandpromenade, können aber auch wechseln, beziehungsweise wechseln jetzt auch wieder in die Stadt. Und die Musik ändert sich auch direkt. An der Strandpromenade müsst ihr immer gleich drauf achten. Da ist es eher so karibisch, so Strandmusik. Müsst ihr jetzt mal drauf achten. Denn hier durch den Tunnel gehen wir jetzt wieder an die Strandpromenade. Hört ihr es? Sehr cool. So, da ist unser Dieb. Erst war er bei Toms Haus und jetzt bei Angelas. Also das geht gar nicht. Wahrscheinlich auch später bei Hanks Haus. Sehr cooles Spielprinzip. Spielprinzip ist relativ klar, kennen wir auch aus anderen erfolgreichen Spielen. Deswegen gefällt uns dieses Spiel auch sehr. Wir haben mittlerweile den 15-fachen Punkte-Multiplikator, Leute. Wow! Und Magnet und wir sammeln alles ein. Yes! Spring, Kätzchen, spring! Und wenn wir den Sprung abbrechen wollen, einfach nach unten wieder. Zack! Oh, und ich sehe einen Football-Helm. Damit sind wir erstmal geschützt, aber auch die Musik ist ein bisschen leise, kein Problem. Und ein Jet, ja, sehr gut. Damit fliegen wir über die Straße. Und da hätte ich aber zur Strandpromenade gehen können, aber das kommt wahrscheinlich gleich wieder. Wir überfliegen hier die Stadt und mit dem Fallschirm wieder runter. Und was cool ist, oben in der Luft wird nichts vom Footballhelm abgezogen, erst wenn man wieder unten ist. Hey! Kuckuck! Was ist euer Highscore, Leute? Schreibt's in die Kommentare. Diese App gefällt mir momentan so gut. Ihr merkt, ich zocke sie auch extrem oft. Mal gucken, ob wir einen neuen Highscore aufstellen werden. Und runter. Ja. Zweifach Gold. Da haben wir dann immer zwei Goldbarren. Aussichtslose Positionen gibt es hier nicht. Es gibt immer einen Ausweg, nie eine Sackgasse, Leute. Wir kommen aus jeder Position raus. Also auch wenn ein Bus oder Auto kommt, es gibt immer einen Weg, hier zu entkommen. Ich will wieder zum Strandmensch. Los, ab zum Strand mit dir, Tom. Wir müssen einen Tunnel finden und zum Strand gehen. Wir brauchen wieder ein bisschen Sonne. Und das Meeresfeeling. Ich habe Lust hier auf die ganze Zeit auf LKWs zu hüpfen. Wir haben die Strandpromenade, Mensch. Wir haben wieder viel Gold gesammelt und ab hier rein. Yes! Woohoo. Neuer Highscore. Sehr gut. Wir sind gut dabei. Ah, ich wollte den Magneten eigentlich da holen. Denn unser ist jetzt... Nein! Einmal dürfen wir. Einmal, das haben wir beschlossen, Leute. Wisst ihr. Einmal pro Video dürfen wir das machen. Ab zum Strand wieder.
Durch den Punktemultiplikator erreichen wir natürlich viel schneller einen neuen Highscore. Sonst hätten wir den nicht. Und wir wären jetzt so viel gelaufen, hätten wir natürlich noch nicht so viele Punkte. Beim Gold One, der goldene Lauf von Tom und seinen Freunden. Warum heißt eigentlich nicht Talking Common Friends? Halt das zu lang einfach, denke ich mal. Wow, das war knapp. Ich dachte, ich schaffe den Sprung, aber keine Chance. Ja, wieder unseren Football-Helm. Und da können wir, ich habe es euch gezeigt, auch mal durch Hindernisse. Ich habe es jetzt einfach mal gezeigt. Ich bin das Risiko eingegangen. Habt ihr gesehen, auch wenn es knapp ist, man kommt trotzdem noch durch. Das war nicht so gut. Naja gut, wir haben es geschafft, einen neuen Highscore von 100.000. Yes, sehr gut. So, wir können wieder was bei Angelas Haus machen. Vielleicht bauen wir hier die Strandmühle ein bisschen aus. Und wir haben den 16-fachen Punktemultiplikator. Haben wir noch ein bisschen? Schauen wir mal gerade. Ja, wir haben noch 713, aber das reicht nicht. Jetzt wird es natürlich immer ein bisschen schwieriger. Wir haben hier noch unser Tresor. Können wir hier was öffnen? Ja, ein gratis Tresor können wir öffnen. Auch sehr, sehr cool gemacht in diesem Spiel. Sehr cool. Und wir lassen den hier auch noch öffnen. Boah, 200. Boah, Verbesserung verfügbar. Und das war ja echt cool. Das lohnt sich auf jeden Fall. Cool. Sehr, sehr cool. Okay, wir können auf dich klicken. Das heißt, wir können hier was ausbauen. Und zwar einmal die Fliegerdauer und auch die Helmdauer. Sehr cool. Gilt das auch für sie? Nein, für sie gilt das nicht. Aber wir wollen ja jetzt erstmal noch mit dem Farm spielen. Oder haben mit dem jetzt gespielt. Wie viel Gold haben wir? 913, das reicht aber noch nicht. Aber wir haben genügend Diamanten. Wir bauen das Boot aus und es wird langsam zu einer Yacht. Leute, Talking Tom Goldrun. Wir sind weiter dabei, Angelas Haus auszubauen. Werden wir auch noch schaffen, Leute. Und noch weiter zu Hank Autobahn, zu Hanks Autobahn werden wir auch noch kommen. Leute, wie weit seid ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefällt, gerne Daumen hoch. Wenn es euch gar nicht gefällt, Daumen hoch. Aber trotzdem Abo dalassen, damit ihr kein Video hier von Nina und mir verpasst. Ich bin der Kame übrigens. Wir sind auch bei Spiel mit ihr Kinderspielzeug. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao!